Moin Moin und hallo, jetzt wird es knifflig. Wir spielen The Operator, ein Rätselspiel, ein bisschen angehaucht von sowas wie Akte X vielleicht, also es wird auch durchaus mysteriös. Das Ganze ist ein Indie-Titel von Bureau 81. Das Ganze könnt ihr auch im Nextfest quasi zocken als Demo. Wir zocken jetzt auch die Demo dieses Spiels. Und die Veröffentlichung ist fürs dritte Quartal dieses Jahres, also 2024. Wenn ihr das im Jahre 2324 guckt, ist das Spiel bereits draußen. Es ist für das dritte Quartal veröffentlicht, geplant. Und ich muss mein Hirn nutzen. Und da ihr mein Exo-Hirn seid, lieber Chat, könnt auch ihr gerne eure Synapsen aktivieren und dann Hilfestellung leisten, sobald ihr das Gefühl habt, ich bin der Blamage nahe und komme in irgendeiner Form nicht mehr weiter. Damit ihr jetzt aber wisst, worum es sich bei diesem Spiel auch handelt, schauen wir uns vorab einmal einen kleinen Gameplay-Trailer an und dann stürzen wir uns in die Demo und gucken mal, wie lange wir brauchen. So, das hier ist der Trailer. Ich baller den mal los und der geht so 30 Sekunden. Und dann wisst ihr auch ein bisschen besser, worum es hier eigentlich geht. Welcome to the FDI, Mr. Tanner. As our newest operator, your role is to support our agents in the field. Using cutting-edge software, investigate mysterious crimes, dig for clues, uncover the truth. Good luck. Das war schon mal so ein kleiner Teaser auf das Spiel. Ich glaube, jetzt wisst ihr so grob, worum es geht. Und jetzt ballern wir mal los. The Operator. So. Pass auf, ich ändere noch mal ganz kurz hier Kategorie. The Operator. Okay. Warte. Bap, 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 bap. Muss ja alles seine Richtigkeit haben, während das Spiel lädt. Ändern wir den Titel kurz. Und jetzt legen wir los. Könnt ihr das Spiel auf die Wishlist setzen? Wir machen ein neues Spiel. Und jetzt geht's los. 1992. Da waren viele von euch ja noch gar nicht geboren. One for yes, two for no. Do you understand? Do you believe in extraterrestrial life? Are you currently restrained? Are you married? Do you work in law enforcement? Do you know who I am? Do you know who you are? Are you? Good. He's ready. Okay, was auch immer die jetzt. Wann wir das jetzt mit uns, mit ihm gemacht haben? The Operator! FDI Hauptquartier. Washington DC. 7.30 Uhr morgens. Okay. Ich glaube, der Bürorechner fährt hoch, oder? Schätze ich mal.
So war das früher. Okay. Dies ist ein gesichertes und überwachtes Terminal der Bundesregierung. Jeglicher unautorisierter Zugriff sowie die Weitergabe von Informationen ist strengstens untersagt und wird strafrechtlich verfolgt. Benutzer. Ey. Aha! Okay. Ey, ich. Ist egal, welche Taste ich drücke. Gib das jetzt hier ein. Okay, alles klar. Das ist lustig, weil ich wollte was Eigenes eingeben. So, das ist jetzt unser Desktop. Evan Tanner, Benachrichtigung. Willkommen beim FDI. Sie wurden im Operator-Programm zugeteilt. Bitte lesen Sie folgendes Dokument, ehe Sie fortfahren. Alle weiteren Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Programm Supervisor. Willkommen. Willkommen beim FDI Operator Program. Das haben wir schon gesehen. Was ist das Operator Programm? Das Operator Programm wurde ins Leben gerufen, um Feldagenten im weiteren Agents bei ihrer Arbeit zu unterstützen und ein hohes Maß an Geheimhaltung zu gewährleisten. Wie funktioniert das Ganze? Erstens, Agenten wenden sich an die Hotline. Zweitens, der Anruf wird an Sekretärinnen weitergeleitet, die die Identität der Freigabestufe und die Anfrage des jeweiligen Agenten verifizieren. Drittens, die Anfrage wird an den Supervisor weitergeleitet. Viertens, der Supervisor stellt durch den Anruf zu einem verfügbaren Operator durch. Fünftens, eine direkte Leitung zwischen dem Agent und dem Operator wird eingerichtet. Sechstens, hat der Operator die technische Anfrage des Agents bearbeitet, wird die Leitung geschlossen. Okay, hier ist nochmal so ein Diagramm. Datenbank, drei Operator, Supervisor, Hotline, das sind die Agenten. Wir rufen bei der Hotline an, landen bei einer der Sekretärinnen. Die stellt zum Supervisor durch, der stellt zum Operator durch und der lässt uns in die Datenbank. Alles klar. Das ist mal eine Sicherheits... Oh, Mike Trey. Oh Gott, Mike ruft an. Okay, den wollen wir nicht warten lassen. Hi, Mike. Hey, pal. How you holding up? Get all that booze out here? Ah, was für ein Abend gestern. Wir machen einfach mal mit. That's what you said last time. Well, I'm happy you're here. You and me at the FDI together. It's really great. But I gotta tell you something. When we're on the job, I can't treat you differently than anybody else. You understand, right? Natürlich. Sieht nach einem Rollentausch aus. Natürlich, Mike. Ich meine direkt der Trench. Good. Well, I'd better run. The FDI can't run itself now, can it? Good luck with your first day. Alright? Danke, wir hören uns später, Mike. Machen Sie sich um mich keine Sorgen, Director Trench. Okay, ich habe ja bei solchen... Oh, okay, da ruft Xavier Skinner ruft direkt an. Skinner hieß doch auch der Typ von... bei Act X hieß er auch Skinner, oder? Der Oberboss beim FBI. Good morning, Mr. Tanner. Good morning. Welcome to the FDI. Dankeschön. I assume you're up to speed on your mission here at the Operator Program? Ich habe das Begrüßungsdokument gelesen, Sir. You know the basics. Good. So, just to recap... Your job is to support our agents by providing them with all the help they need in the field to solve a case. That help can come in the form of fact-checking, video and audio analysis, even lab work. My job as a supervisor is to link the agents with an appropriately matched operator. Any questions? Ich bin bereit, Sir. Fine. But first, you need to learn how to respond to an agent's request. Let's do a dry run, shall we? I want you to find my age. This objective just popped up at the top left of your screen, beside the applications menu. See it? Whenever you're stuck, or if you need help, simply click on the question mark next to the objective. Go on, and click on the question mark, Tanner. Yep. Yes, just like that. You can always click on the question mark if you get stuck. Though I'm hoping this won't happen often. I'm giving you access to the human database, the human DB, as we call it here. All right. You can find this and other tools to help you solve agent requests in the applications menu. Now we'll go ahead, Operator Tanner. Solve my request. Find my age. When you find the answer, click on the objective and then select the answer on the screen. Okay. Skinners Alter. Operator, you should find the information first.
Okay, wab. Aber warte mal, kann ich... Warte mal, ganz kurz. Sie finden diese und andere Werkzeuge, die Sie brauchen, um unsere Agents zu helfen, im Anwendungsmenü. Anwendungen. Human Database. Alles klar. Vollständiger Name. Ey. Xavier Skinner. Suchen. Aha, 40 Jahre alt. Status lebend. 74 Kilogramm, 1,83 groß. Augenfarbe braun, Fingerabdrücke, alles dabei. Verheiratet, Blutgruppe, alles klar. Ja, dann haben wir doch die Information, die wir wollten. 40. Aha! Like that, Tanner. I'll let you get settled in, and I'll contact you later with your first real request. Nicht zu sehr rumschleimen, ne? Da ist er wieder. Tanner, looks like your first request is somewhat of a baptism by fire. I have an agent working a homicide. It's her first case too. Not ideal, but consider this a learning experience. I'll be monitoring you in the background. I'm patching the agent through now. Patching Sie through? Oh, Alexandra Pendel. It's Operator Tanner, right? So ist es, Agent Pendel. I don't think our paths ever crossed at the Academy, did they? Anyway, I got a homicide at a bar downtown called The Sanctuary. Ironic, no? My Vic, dead on arrival, is male, Caucasian, early 60s. He was shot in the head at close range around 2 a.m., just before closing time. As far as evidence, I got some surveillance footage from the bar, and some kind of list that I found on the deceased. Any chance you can work your operator magic and help find me an ID on the shooter? Thanks, Operator. Okay, I'm sending over the files. Good luck. Thank you. Okay, jetzt wollen wir uns mal ransetzen. Wenn ihr übrigens Informationen zu dem Spiel wollt, könnt ihr gerne im Chat jetzt auf den Chatbot klicken. Ausrufezeichen Operator oder auf der Twitch-Seite auf die Grafik dazu klicken. Dann werdet ihr direkt weitergeleitet. Jetzt gucken wir uns mal an, was hier passiert ist. Also wir haben eine Kamera und wir haben eine Namensliste. Gucken wir erstmal in die Kameraaufnahmen rein. Okay, das Auto fährt vor. Es kommt ein Mann rein. Und er... Das ist ja einfach... Ohne Vorwarnung. This is our cutting-edge video analysis system, Tanner. Click on any relevant elements in the video to trigger an analysis. Go on, give it a whirl. Okay, also erstmal das Auto analysieren, bitte. Just like with the video, you can click on a photo for further analysis. Okay, CPL 481. Ha! Guck! Herstellungsdatum, Farbe, im Umlauf, Toyota Corolla Fleeceheck, Besitzer ein gewisser Ray Wells, Black Oil Motors, ja, alles klar, Kaufdatum 1991, wäre sehr neu, sah gar nicht so neu aus. Diese Information wollen wir mal beibehalten. Dann möchte ich als nächstes einmal das Opfer, ja. Okay. Ah, Gesichtsanalyse. Looks like our victim is Henry Jenkins. For some reason, we can't access his full profile. Unfortunately, for the moment anyway, there's not much else we can learn about him. Na gut. Dann als nächstes wollen wir den Täter nochmal analysieren. Ah, da jetzt kommt er.
Jetzt bin ich gespannt. Der hat eine Baseballkappe auf. Analysier. Okay, dann würde ich ja gerne mal eigentlich den Händler anrufen. Aber ich weiß nicht, warte mal, Anwendungen. Application, Dokumente, Fälle. Pass auf. Das geht leider nicht. Falsche Qualität. Lass mal kurz gucken, ob hier noch auf dem im Video irgendwas von Interesse ist. Da kommt der Wagen. Den Wagen haben wir, den Täter haben wir, das Opfer haben wir. Ich glaube, wir haben eigentlich alles analysiert. Liegt auf dem Schreibtisch noch irgendwas? Das würde mich sehr wundern, wenn man das... Ne, haben wir schon. Ah, danke. Weiß ich doch. Haben wir schon. Haben wir schon. So, jetzt können wir Henry Jenkins vielleicht mal in die Datenbank eingeben. Aber das ist ja wahrscheinlich schon die. Ja, es ist die schon. Aber dann können wir Ray Wells mal eingeben. Ray Wells. Ray Smallfingers Wells, Pseudonym. Besitz von Drogen mit Verkaufsabsicht, schwerer Autodiebstahl. Das ist gut, es kann natürlich sein, dass er das Auto geklaut hat. Beziehungsweise ihm wurde das Auto geklaut, meine ich. Status lebend. Den müssten wir eigentlich mal anrufen. Aber wir hatten doch hier noch, guck mal hier, hier haben wir nämlich noch verschiedene andere Sachen jetzt drin. Opfer, Namensliste. That's the list I found on the victim. It's pretty long. And to be honest, I got no idea who any of those people are. The bizarre thing is, that name at the bottom, it wasn't redacted when I bagged it. But I think it's irrelevant to our shooting here. Aha. Okay, hatten wir, wie hieß jetzt der Typ? Warte, wo warst du? Krimineller. Nee. Da, Ray Wells. Gucken wir doch mal, ob Ray Wells hier mit drin ist. James Murray. Null Treffer. Schade. Ray Wells ist nicht mit drin. Dann gucken wir doch mal nach Henry Jenkins. Nee, auch nicht. Okay. Das kann natürlich auch sein, dass das diese Liste eine Art Code ist. Ellie Bell, Finnegan Koch, Lara Campbell, Marley Spencer. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Code. Wahrscheinlich völliger Quatsch. Aber mal kurz gucken. F-L-M-M. Nee, die Anfangsbuchstaben sind es auf jeden Fall nicht. Aber die können wir jetzt ja alle eingeben in unsere HumanDB, in unsere Datenbank. Fangen wir mal an mit Ellie Bell. Den können wir mal offen lassen. Den können wir offen lassen. Dann nehmen wir nochmal HumanDB und geben einfach mal Ellie. Oder Eli ist es ja, glaube ich, ne? Eli Bell. I see that you're looking into the names of the people on the list. That's a waste of FDI time and resources, Tanner. Focus on the surveillance footage. Okay, dann nehme ich das mal ernst, was er gerade gesagt hat. Und dann gucken wir uns das Video nochmal an, ob hier noch Dinge zu sehen sind. Da liegt er schon dort rum. Aber ich glaube, da haben wir eigentlich die Information ja schon. Was ist das hier eigentlich? Wieso wird das? Ist das der Schuss? Die Waffe vielleicht? Nee, die Waffe können wir leider nicht analysieren. Warte, Zeit. Ich glaube,
Die wichtigsten Informationen haben wir schon hier. Ich gucke gerade, ob irgendwas sich vielleicht verändert zwischen dem Bild und dem nächsten, aber ich glaube, das ist einfach nur der Schuss. Ob wir irgendwelche Veränderungen feststellen. Sich da irgendwas bewegt, ob eine Billardkugel anders liegt, ob ein Stuhl anders liegt, weil es kann ja auch sein, dass jemand mit dieser Aufnahme herumgedoktert hat und man würde das vielleicht erkennen, dadurch, dass irgendein Detail sich verändert im Laufe dieses Videos. Weil jetzt durch diese, da wäre natürlich eine Situation, wo man wunderbar halt einen Schnitt setzen kann und irgendwas verändert. Aber ich sehe jetzt auf den ersten Blick, mal auf den Tisch gucken. Verändert sich nichts, ne? Ihr seht auch nicht. Schreit, wenn ihr was seht, aber ich sehe nichts, was sich verändert. Also klar, das Fenster verändert sich. Aber das ist, soll, glaube ich, dann die Scheinwerfer des Autos einfach sein. Also da verändert sich nichts. Also hier, keine Ahnung, was das ist. Klick nochmal. Ah, Mist. Danke, das haben wir schon. Klick nochmal ein paar Sachen an. Die so ins Auge stechen, die Tür. Okay, wir gucken mal, was wir noch in den Dings haben. Das ist das Auto. Das Opfer, die Namensliste. Was haben wir denn hier noch? Die Bar. Dokumente, Fälle, Müll. Im Müll ist nichts drin. Fälle, okay. Achso, das ist das, alles klar. Fälle, Pendel, Bar. Ja, da sehe ich jetzt erstmal nichts. Dann lass uns nochmal gucken auf Anwendungen. Wir haben, ich kann jetzt ja auch niemanden einfach anrufen, oder? Terminal Call. Da können wir nochmal anrufen. KDB. So, da können wir die, wo ist unser Auto? Da, krimineller Auto. Da, das können wir jetzt hier eingeben. CPL 481. Suchen. Wurde das als gestohlen gemeldet? Das ist ja, da hatten wir ja schon. Status im Umlauf. Also es scheint mir nicht als gestohlen gemeldet zu sein. Sodass ich schon das Gefühl habe, dass Ray Wells jetzt erstmal der Verdächtige ist. Ich glaube fast, wir können, das scheint mir dann der Killer zu sein. Wenn das Auto nicht gestohlen ist, dann können wir ja mal davon ausgehen, dass er jetzt erstmal derjenige ist, also der hier, Ray Wells, den wir jetzt erstmal verdächtigen. Oh. Okay. Ist auf jeden Fall der falsche. Aber mit der Liste müssen wir auch noch was anstellen können. Er sagt zwar, wir sollen uns nicht mit dieser Liste auseinandersetzen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die kann ja nicht völlig irrelevant sein. Da ist halt ein Name ausgestrichen. Und wir sehen halt, das Interessante an dieser Liste ist, der ausgegraute Name ist halt auch 27 Mal quasi umkreist worden. Und das wird dann irgendeine Person sein, die er jetzt verdächtigt hat. Ist das nach irgendeinem System? Ich guck gerade mal, ob ich irgendwas in einfach nur. Ich gebe jetzt nochmal den zweiten Namen ein. Finnegan Koch. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Ärger. Aber wer weiß, vielleicht steckt ja auch mein Chef damit drin. Hab ich richtig gespielt? Ja, ne. Finnegan Koch. Ah, ich krieg keinen Ärger diesmal. Waffenschein, nein, ledig. Okay, der hat auch keinen Waffenschein, aber das muss ja überhaupt nichts bedeuten. Lara Campbell. Huch.
Lara Campbell. Was vereint all diese Leute? Nils verknüpft den Namen, nicht das Bild. Du meinst... Warte... Ach so. Du meinst so? Okay. Alles klar. Das Auto gehört einem gewissen Ray Wells. Nice. Now we know the perp's name. You got something for Wells' address? Because I'll take it if you do. Das haben wir. Und zwar... Bup, okay. Alles klar. Das war ein sehr guter Tipp. Warte. Nein! Ah, yep. So. Laurel Street, Culpepper. Yeah, that'll do. Nice work. Next up is to bring Wells in. I'll keep you updated. Thanks, Operator Tanner. Jetzt bin ich aber auch neugierig. Da ist irgend mehr, also schickt ihr noch mehr dahinter. Tanner. Not great, but not bad either. I'll contact you later with your next request. No need to worry, Operator. You'll improve with time. Okay. Interessant. Okay, ich musste natürlich jetzt gerade erstmal checken, dass man auf den Namen klicken muss und nicht auf das Bild. Aber das war ein guter Hinweis von Charon Soul. Oh, warte, nächster Fall. Meistgesuchte Person des FDI. Bitte lesen Sie die aktuelle Liste der meistgesuchten Personen des FDI. Erinnerung, sollten Sie während Ihrer Schicht auf Informationen stoßen, die dem FDI behilflich sein können, informieren Sie umgehend Ihren Supervisor. Meistgesuchte Person. Fred Smorkinski. Gesucht wegen des Versandes und der persönlichen Abgabe mehrerer Spreng... Oh, wir werden unterbrochen. Tanner. I need you to follow up on an investigation started by a previous operator. Okay. I'll let the agent working the case bring you up to speed. Natürlich, Supervisor Skinner. Nicht zu viele Fragen stellen. Barry Walker. Oh, please. Tell me you got something. God damn it! Who are you? Operator Tanner. Every goddamn time we get a new operator, it takes me twice as long. I got a life outside the FDI, you know? Interest, hobbies, full-blooded passions. I don't have time for this. Also, wie kann ich Ihnen helfen? Wo geht es bei Ihrem Fall, Agent? Wir sind professionell, ne? Merkt ihr schon. I got a missing persons case out here in Dryfield, Nevada. Connie Moore's her name. I canvassed the area. Oh, geil. Diese Mystery Sounds. I'm saying this, but everyone thinks she was abducted by aliens. Middle of nowhere. Hot as hell. Sandy. Calling it a small town would be an insult to small towns. Look, I think it's bonkers, too. Another weird thing is, over the past year, 4 people in Dryfield have claimed they've been abducted. And every single time they reappeared somewhere in the middle of the desert out here about a month later, Connie's story's the same. She was. Popped back up yesterday. Collected her testimony myself. She had a camera on her. Naturally, I'd like to look at the photos. But to do that, I gotta go through you, an operator. Lucky me, right? Und er ist ja ein bisschen stinkig. There's something off about all this. I mean, beyond all the talk of little green men. Just look for something that doesn't add up, okay? Here are the files. Ich kümmere mich darum. Okay. Nächster Fall, Wüste. Sehr interessant. Jetzt kommen wir endlich mal
zu den Aliens. Erstmal hier brauchen wir da noch Wilson Boulder. Werden die später vielleicht noch interessant? Vielleicht müssen wir auch einfach durchgehend so ein bisschen auf die Namen achten oder ist es einfach nur Zeitvertreib? So, wir haben die Zeugenaussage, wir haben die Telefonaufzeichnung und wir haben die Kamera. Zeugenaussage. Connie Moores Aussage. Zusammenfassung. Nachdem Connie Moore am 5.3.1992, oder was ist das, der 3.5., ich kann Americans, wieder aufgetaucht war, haben wir ihre Aussage bezüglich ihrer angeblichen Entführung durch Aliens aufgenommen. Aktuell Connie Moore, das Opfer, Agent Barry Walker, ermittelnder Agent, Brittany Holt, FDI-Transkriptoren. Walker sagt, können Sie uns mehr über den Tag Ihres Verschwindens erzählen? Ich war in der Wüste bei Dryfield wandern. Das mache ich manchmal, um den Kopf freizukriegen oder um Fotos zu machen. Die Fotografie ist so eine Art Hobby von mir. Und das ist Ihre Kamera? Agent Walker zeigt auf eine Kamera auf dem Tisch. Ja, stimmt. Woran erinnern Sie sich sonst noch bezüglich dieses Tages in der Wüste? Tja, es ist alles irgendwie verschwommen. Aber ich wollte den Mount Maury umrunden. Daran erinnere ich mich. Zu dieser Jahreszeit ist es dort wirklich schön. Ich erinnere mich, dass ich zwei Fotos gemacht habe. Dann hörte ich laute Geräusche am Himmel. Ich habe nach oben gesehen und hatte gerade noch Zeit für ein weiteres Foto. Es war einfach so schnell, Ihr Schiff. Das UFO. Und ich glaube, dann sind Sie gelandet, östlich von mir. Also bin ich hingelaufen, um vielleicht noch mehr zu sehen. Ein Foto von Ihnen zu machen. Ich habe ungefähr eine Stunde und 40 Minuten gebraucht, um den Landeplatz zu erreichen. Und dann? Ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ich habe einen totalen Filmriss. Ich weiß nur noch, dass ich in irgendeinem Raum aufgewacht bin und dass ich mich nicht bewegen konnte. War sonst noch jemand in diesem Raum? Ich will nicht daran denken, aber ja, sie waren da. Überall. Die Aliens. Wie haben sie ausgesehen? Im Raum war es so hell, als würde ich in die Sonne schauen. Ich habe nur ihre Silhouetten erkannt. Können Sie sie irgendwie beschreiben? Sie waren Menschen, aber irgendwie auch nicht. Irgendwas hat nicht gepasst. Sie waren so groß und dünn. Das Ganze war wirklich verstörend. Ich konnte ihre Gesichter nicht sehen. Darüber bin ich froh. Woran erinnern Sie sich hinsichtlich des Raums? Er war weiß. Ich meine komplett weiß. Steril. Es roch wie in einem Krankenhaus. Er hatte keine Türen, keine Fenster, nichts, nichts als weiß. Was denken Sie, wollten Sie von ihnen? Ich glaube, sie wollten von mir lernen. Mich studieren. Ich hatte solche Angst, ich konnte nicht klar denken. Sie haben mir ständig Fragen gestellt, immer und immer wieder. Welche Art von Fragen? Über mein Leben, meine Familie, mein Glauben, alles. Ich schätze, genau das tun sie, Menschen studieren. Woran erinnern Sie sich sonst noch? Sie hatten diese seltsamen Stimmen, irgendwie mechanisch. Und da war diese Maschine, die sie benutzt haben. Sie war auf meinem Kopf. Ich weiß nicht, was es war, aber es hat wehgetan. Können Sie uns sonst noch was sagen, Connie? Nicht wirklich. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in der Wüste bei Dryfield aufgewacht bin. Ich hatte Kopfschmerzen, vermutlich wegen ihrer Drogen und Gehirnsonden, keine Ahnung. Ich bin einfach nur rumgelaufen. Zum Glück hat mich jemand gefunden, sonst wäre ich an Dehydrierung gestorben. Dann haben sie vermutlich die Cops gerufen und die haben sich an sie gewandt. Ende der Geschichte. Okay. Okay, 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 okay. Connie Moore, das behalten wir mal im Auge. Bericht der Handy-Triangulierung Connie Moore. Pings und Zeitstempel von Sendemasten zum Zeitpunkt von Connies Verschwinden. Am 2.5.1992 und ihrer Rückkehr am 3.5.1992. Zwischen ihrem Verschwinden und ihrem Wiederauftauchen hat ihr Handy nicht gesendet. Letzter Ping. Aber okay, ein Handy von 1992 schon Handy haben ist wirklich bedenklich. Das ist ein Early Adopter. Also sie ist eine Early Adopterin und diese Handys waren damals ja so richtige Schinken noch, ne? So richtige Backsteine. Und Leute, die zu der Zeit ein Handy hatten, die haben sich auf jeden Fall selbst auch für relativ wichtig gehalten. Das wird direkt charakterlich vermerkt. Also der letzte Ping ist AM. Hier ist der letzte Ping. Und hier ist der erste Ping seit Verschwinden. Okay. Hier ist Dryfield. Na gut. Behalten wir mal an und eine Kameraaufnahme gibt es auch. Okay, da ist nichts drauf. So, das sind die Aufnahmen. Da müsste ja eigentlich auch eins von dem Schiff dann drauf sein. Oh ja, hier.
Language. Español. Deutsch. Autofokus. Zeitstempel anzeigen. Helligkeit. Raster anzeigen. Format. Okay, jetzt muss man sich ein bisschen mit Kameras auskennen. Wir können die Helligkeit erhöhen. Aber das ist ja, das ist ja nur die Kamerasteuerung. Ich glaube nicht, dass ich die Bilder damit noch verändern kann. 10.13 Uhr. Warte mal, jetzt lass uns mal das vergleichen mit ihren, mit ihrer Aufenthalt da. Also, das ist ja das letzte Foto, was sie unmittelbar vor der Entführung gemacht hat, um 10.13 Uhr. Jetzt schauen wir mal, wo sie zu dieser Zeit war. Hier. Und anhand der Unterschiede bei den Pinks, also die Pinks werden ja immer im selben Abstand kommen, und sie ist ja zu Fuß gegangen, sie war ja Hiking. Das heißt, dieser Abschnitt, also der Abstand ist, wenn man ganz normal zu Fuß irgendwo lang wandert. Das ist die Strecke zwischen den Pinks. Alle 20 Minuten. In dem Fall, warte mal, sind sogar ein bisschen mehr. Sind sogar 30 Minuten. 20 Minuten. 20 Minuten. 20 Minuten. So, hier ist dann 2 Minuten nach Aufnahme des Fotos der letzte Ping. Dann haben wir hier auf einmal ganz komische Abstände. Und dann wieder hier. Okay, bei dem ersten Foto ist 9 und 19. Das ist dann hier. 9.43 Uhr ist dann ungefähr hier. Kriegt man hier irgendwas? Hier kriege ich, glaube ich, keine Informationen raus. Also, mal kurz mal das Datum. Warte mal, 21.02. Also, das ist Quatsch. 21. Februar. Okay, das ist strange, das passt nicht. Das können wir eigentlich schon mal festhalten, dass das Quatsch ist. Das heißt, in der Zeugenaussage kann irgendwas nicht stimmen. Unstimmigkeit finden. Bup. Dieses Foto. Ja. Connie said she took that photo the day she disappeared. Clearly, she didn't. Maybe the aliens did funny things to her brain. Maybe your brain was funny to begin with. Do me a favor. Locate the position on the map where she supposedly snapped this photograph. Ja, das können wir doch wahrscheinlich am besten hier mitmachen. Nee, wo bist du? Da. Supposedly. Also. Das wäre ja dann, also wo sie es angeblich gemacht haben soll, wäre ja dann, stimmt die Uhrzeit, soll die Uhrzeit noch stimmen? Warte, finden Sie auf der Karte die Stelle, an der dieses Foto vermutlich entstanden ist. Okay, also. Das wäre ja, wenn es wirklich, wenn wir jetzt diesen Zeitstrahl ablaufen, müsste das dann ja hier sein. Es sei denn, sie will das letzte Foto, 9.43 Uhr, das wäre hier. Finden Sie auf der Karte die Stelle, an der dieses Foto vermutlich entstanden ist. Ja, das Problem ist, da muss ich ja eigentlich dann diesen Stein eher als Hinweis nehmen. Mount Maury ist das ja, also das dürfte Mount Maury sein. Und da steht sie ja ziemlich zentral davor. Und der Zeitstempel ist ja dann eigentlich nicht abgebildet bei diesen Pinks,
weil das ja ein anderer Tag ist und das sind die Pings von dem Tag. Das heißt, ich müsste mich hier nach Mount Mori richten, schätze ich mal, Ort des Fotos finden. Müsste hier sein. Shit. Okay. Warte, nee, das wäre auch Quatsch gerade, was ich gemacht habe. Also lass dich mal überlegen. Hier sind so ein paar. Was haben wir noch für Informationen hier drauf? 10.13 Uhr. Ich weiß nicht, dass wir das hier machen. Das wäre dann aber die gleiche Geschichte. Warte mal. Was sieht man denn am Hintergrund? Ich drücke jetzt einfach mal das. Das ist tatsächlich. Alright. I'll check this spot out. I guess I gotta do a little hiking. Absolut. Oh! Was jetzt? Killscreen! Hacked by... Hell? Hallo, Evan. Woher kennen Sie meinen Namen? Wer zum Teufel sind Sie? Warte, ich muss mich mal umsetzen. Wiep. Mein Name ist Hal. Das sollte zwischen eigentlich offensichtlich sein. Hal ist der Name des Computers in Space Odyssey. Space Odyssey hier, ihr wisst schon, was ich meine. Wer ist der Film noch? 2001, dankeschön, 2001, Space Odyssey. So, hast du meine coolen Grafiken nicht gesehen? Sie hacken sich in das FDI, was wollen sie? Ja, das weiß er ja selbst, dann fragen wir direkt, was er will. Die Wahrheit. Was meinen sie damit? Lass mich dir etwas zeigen. Oh, warte, ganz viele Namen. Oh, und das ist die Ausgegraute. Alles klar, das ist die Liste von vorhin, oder? Lass mich dir etwas zeigen, erinnerst du dich an die Liste, die bei Henry Jenkins gefunden wurde? Du hast ihren Namen nicht gesehen, stimmt's? Evan? Connie Moore. Die entführte Frau. Ja, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Ziemlich großer Zufall. Findest du nicht? Ich gehe ferner davon aus, dass dir nicht aufgefallen ist, dass von den 136 Personen auf der Liste 122 als vermisst gemeldet wurden. Natürlich nicht, aber wir müssen es fragen. Wir können ja nicht zugeben, dass wir das nicht gesehen haben. Eine letzte Sache noch, und das ist der wichtigste Teil. Am Ende der Liste wurde ein Name geschmerzt. Dieser Name ist der Schlüssel, um alles zu verstehen. Ich muss jetzt los. Ich habe noch Schule, Evan, aber ich melde mich bald wieder. Versprochen. Mhm.
Nein, das war's schon. Oh no, ich war doch jetzt heiß. Oh krass, okay. Das ist die Operator. Das ging jetzt doch schnell. Das ist, jetzt war ich gerade im Bann. Jetzt will ich auch wissen, wie es weitergeht. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann packt das mal auf die Wishlist. Ihr habt hier bei mir im Chat jetzt gerade, wenn ihr es live schaut, die Möglichkeit, auf einen Link zu klicken. Dann werdet ihr direkt zu Steam weitergeleitet, zur Demo. Oder ihr geht bei mir auf Twitch auf die Grafik und kommt dann auch direkt zum Spiel. Könnt euch das jetzt kostenlos runterladen. Leider müssen wir jetzt warten, bis wir eine Vollversion kriegen. Und das wird im dritten Quartal dieses Jahres soweit sein. Das Ganze... Das Spiel ist von einem Indie-Entwickler namens Bureau 81, was natürlich auch so Bureau und so, das ist ja auch Federal Bureau of Investigation, FBI, also ist wahrscheinlich auch eine schöne Anlehnung von jemandem, der vielleicht auch Act X-Fan ist. Ich finde das sehr nice gemacht. Das macht wirklich Spaß rumzuknobeln. Die Story ist packend und total interessant. Und ich will jetzt wirklich wissen, wie es weitergeht. Herzlichen Dank für die Anfrage, ob wir zusammen eine Koop machen wollen. Das war nice. Ihr könnt die Demo selber ausprobieren und ja, ansonsten sind wir durch damit. Wow, okay. Ich will jetzt echt wissen, wie es weitergeht. Wie hat's euch denn gefallen? Habt ihr ein bisschen mitgefiebert? Hinzugefügt, sehr gut. Auf die Wishlist. Super spannendes Spiel, macht wirklich Laune. Auf jeden Fall weiterspielen dann. Ja, ne? Spannend, ich fand's nice, supi. Mir hat es nicht gefallen, dass es schon vorbei ist, ja. Bin auf jeden Fall hooked, sah sehr gut aus. Mich würde interessieren, ob Hal etwas anderes gesagt hätte, wenn du den Namen der Frau in der Datenbank gecheckt hättest. Oh ja. Das ist eine interessante Frage. Oh, warte mal, weiter? Nee, ne, geht leider, glaube ich, nicht. Nee, schade. Geht nicht. Sag mal, wir können ja einmal schnell durchklicken. Ob das... Können wir das einmal noch schnell so ein bisschen überspringen und einfach nur... Ah, das dauert jetzt noch mal. Ja, aber das ist doch eine gute Idee, dass ihr das selber ausprobiert einfach. Ich glaube, das dauert jetzt, bis wir wieder ans Ende kommen. Deswegen würde ich vorschlagen, check das doch selber mal aus. Was passiert, wenn man den Namen der Frau direkt in dieser Human Database aufschlägt? Ob dann irgendwie roter Alarm ist und das Spiel wird beendet, weil man zu viel weiß? Das ist doch mal eine gute Idee für euch zur Überbrückung, bis es rauskommt. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich freue mich über Feedback natürlich zu diesem sehr spannenden Spiel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Und passt immer gut auf, wenn ihr von Außerirdischen entführt wird. Dann sagt das Codewort Snuggle-Sack und dann lassen die euch gehen. Kann ich euch garantieren. Tschüss, Leute.